Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur DRK-Sprechstunde. Das Thema heute ist Epilepsie bei Kindern. Und als Experten haben wir Herrn Dr. Lindmeier. Dr. Lindmeier ist Kinderarzt und Neuropädiater, also neurologischer Spezialist für Kinder. Herr Dr. Lindmeier, was ist eine Epilepsie? Ja, bei der Epilepsie kommen die Hirnzellen aus dem Gleichgewicht in einer besonderen Synchronie und auch in einer ganz veränderten Frequenz der Entladung. Die Zellen befinden sich normalerweise in einem Ruhezustand und werden nur ein klein bisschen immer erregt für die Funktionen. Und da ist es sozusagen wie das Gewitter, das im Hirn alle Dämme bricht. Das ist also eine abnorme Erregung des Gehirns, die das ganze Gehirn betreffen kann, aber nicht muss. Es gibt auch Epilepsieformen, die beschränkt bleiben und nur in Teilen des Gehirns sich abspielen. Woran erkennt man denn, dass ein Kind eine Epilepsie hat? Die Phänomene, an denen man das erkennen kann, können ähnlich wie die Funktionen des Gehirns natürlich sehr vielfältig sein. Die klassischen Anfallsformen und auch der generalisiert tonisch-klonische Krampfanfall, der ja auch im Film immer wieder auftaucht, wo jemand hinfällt und zuckt, ist natürlich der klassische Anfall, bei dem die Bahnen, die für die Bewegungen verantwortlich sind, im großen Stil mit ergriffen sind. Und dazu gehört dann auch eine Bewusstlosigkeit. Aber es können auch Anfälle stattfinden, die nur der Patient selber bemerkt, weil das Geruchssystem betroffen ist. Und er merkt, es riecht alles ganz seltsam und anders. Oder einfach nur die Aufmerksamkeit kann betroffen sein. Wir in der Neuropädiatrie haben immer wieder Kinder, die klassischerweise mit einer Absence-Epilepsie, wo man kurze Momente hat, wo man nichts mitbekommt, in der Schule nur dadurch auffallen, dass sie dort im Laufe der Zeit immer schlechter werden. Das fällt manchmal ganz lang nicht auf. Die Kinder werden zum Schulpsychologen, zur Erziehungsberatung gesandt. Die Eltern bekommen blaue Briefe, weil die Kinder offensichtlich nicht mitarbeiten, unaufmerksam sind, bis jemand darauf kommt, einmal ein EEG zu machen und zu überlegen, ob das nicht eine Epilepsie ist, die auch gut behandelbar ist. Das bedeutet, es muss nicht immer dieser klassische Krampfanfall sein, der die Epilepsie ausmacht. Es können auch andere Dinge sein, die sich anders, wie Sie es auch schon sagten, die sich auch anders äußern kann. Ja. Was kann denn überhaupt so ein Anfall auslösen? Ja. Bei Kindern? Ja, eben, da kann motorische Phänomene auslösen, mit den klassischen Zuckungen beispielsweise. Die können die Beine, Arme, aber auch das Gesicht betreffen. Oder eben auch nur solche Aufmerksamkeitsstörungen, kurze Phasen der Bewusstlosigkeit. Wobei es interessant ist bei diesen Absorzen, dass die Kinder ja deswegen nicht hinfallen. Die können stehen bleiben, die können sitzen. Andere haben einfach nur bei bestimmten Anfallsformen seltsame Handlungsweisen an sich, die auffallen. Und wo man eben auch denkt, die Kinder, die brauchen mal eine Beratung oder einen Psychologen. Dabei ist es auch eine Epilepsie. Kann man das medikamentös behandeln? Die Epilepsien kann man behandeln, kann man auch medikamentös behandeln. Da hat sich auch extrem viel getan, als ich angefangen habe, Neuropädiatrie zu machen, 1995. Da gab es 11, 12 Medikamente. Mittlerweile haben wir 32 Medikamente, die zur Verfügung stehen. Da gibt es also viele Medikamente und das Ziel ist natürlich die Anfallsfreiheit. Die Chance, anfallsfrei zu werden, alles über alles, sind auch gut, sind fast 70%. Also mehr als 2/3 der Kinder werden anfallsfrei. Aber es gibt ja auch nicht nur Medikamente, es gibt auch andere Therapieformen. Das bedeutet aber, dass diese Kinder einen normalen Lebensweg haben können. Es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Anfallsformen. Und bei manchen sind die Kinder völlig unbeeinträchtigt und können sich ganz normal entwickeln. Es gibt ja auch ganz viele berühmte Menschen, die Anfälle hatten. Alexander der Große, Dostojewski, Lenin, ganz, ganz viele. Auch Leute, die man heute gut kennt, Elton John zum Beispiel, DJ Ötzi.
Ja, Herr Rillmeier, die Zeit ist leider um. Wir werden uns noch mal in einem zweiten Beitrag über die besonderen Epilepsieformen noch unterhalten müssen. Nochmals vielen Dank. Also unser Fazit ist erstmal ein breites Spektrum der klinischen Präsentation und die Möglichkeit der Therapie und doch die Möglichkeit auch der normalen kindlichen und Erwachsenenentwicklung. Vielen Dank, Dr. Lindmeier. Meine sehr geehrten Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Wenn Sie diese Sendung lieben, dann abonnieren Sie den YouTube-Kanal. Dort sind wir immer präsent für Sie. Bleiben Sie gesund. Bis bald. Bis zum nächsten Mal.